Hi, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem ganz neuen Video mit mir für euch, ihr Lieben. Heute habe ich die Lifestyle Box für euch in Unboxing. Ich wurde angeschrieben, ob ich diese Box gerne testen möchte. Und ja, ich bin sehr, sehr scharf drauf und möchte euch das Ganze natürlich nicht vorenthalten. Und wenn du wissen willst, was sich in dieser Box so verbirgt, dann bleibt doch einfach dran und ganz viel Spaß mit dem Video. Genau, die Box kam in einem großen Umkarton und in dem Umkarton befinden sich noch zwei größere Produkte, die nicht in diese Box reingepasst haben. Jetzt schauen wir mal erstmal rein, weil ich möchte gerne das Heftchen dazu rausholen, wo die Produktbeschreibungen drin stehen. Ich finde solche Boxen, so Lifestyle-Boxen, sehr, sehr, sehr spannend, da sie nicht nur Beauty und Pflege beinhalten, was ja eigentlich mein Thema ist, sondern auch normale Dinge, die man so braucht im Leben oder auch nicht braucht. Hier ist das große Heftchen, finde ich schon mal sehr, sehr schön. Das ist im Endeffekt ein Magazin mit mehreren Seiten. Da werden wir jetzt mal nach und nach durchchecken und ich bin echt gespannt. Ganz klassisch mit Seidenpapier und das werden wir jetzt öffnen. Prall gefüllt. Als erstes greife ich hier zu einer festen Duschliege. Ich habe tatsächlich sowas noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, ob ich da so der Fan von bin. Ich mag einfach mein Duschpuschel sehr, sehr gerne, wo ich ein flüssiges Produkt aufgebe und mich an den Duft erfreue. Jedenfalls werde ich aber dadurch, dass es Pfefferminzduft, werde ich mich trotzdem daran mal ranwagen. Und es ist von Foamy. Das kennt man ja, ist gerade sehr stark auch vertreten aus diesen festen Dusch- oder festen Produkten, allgemein Pflegeprodukten. Es ist Pfefferminz und grüner Tee und es ist intensiv belebend, der Duft. Und es ist vegan, tierversuchsfrei und so weiter. Es reinigt und erfrischt, ist pH hautoptimiert, für sensible Haut geeignet mit Massagefunktion. Jetzt werden wir jetzt mal öffnen. Man muss es unter fließendes Wasser halten, zwischen den Händen reiben, um Schaum zu erzeugen. Einfach auf nasse Haut unter der Dusche oder im Bad einmassieren, abwaschen, zum Trocknen aufhängen. Der Duft, ja, es ist nicht so schlimm, wie ich mir vorgestellt habe. Es riecht eher wie so ein angenehmer Spa-Duft tatsächlich. Sieht so aus, man kann es hier aufhängen und hat hier so eine noppenförmige Massagefunktion im Endeffekt. Ich werde es mir mal reinhängen. Ich werde es auf jeden Fall mal testen. Da ist auch 0% Seife mit enthalten. Seife trocknet ja immer die Haut so ein bisschen aus. Da sind sehr, sehr viele pflegende Inhaltsstoffe mit drin, wie Kakaobutter und bestimmte Öle einfach, die die Haut bisschen pflegen und ja, irgendwie interessant, das ist für mich persönlich was ganz Neues. Der ein oder andere ist vielleicht schon darauf umgestiegen. Also im Heftchen steht drin, dass man mit so einem Produkt bis zu zwei Plastikflaschen sparen kann. Auf der Verpackung steht etwa, dass so ein Produkt etwa 250 ml Duschgel entspricht. Es gibt auch verschiedene Formen und Duftrichtungen aus dieser Foamy-Reihe. Und ja, ich finde es interessant. Die Duschpflege kostet 3,95 €. Es gibt auch feste Shampoos und Gesichtsreinigungen. Ich habe mal mit Gesichtsreinigung schon mal sowas probiert. Das war jetzt nicht so meins, weil da doch oft Kokosfett und Öl drin enthalten ist, was ich nicht gut vertrage. Aber es ist interessant. Ich werde es testen. Ich muss das probieren. Und die feste Gesichtsreinigung ist tatsächlich hier auch mit dabei. Die ist mit Aloe Vera und das darf ich mir nicht entgehen lassen, weil wenn das hier auch seifenfrei ist, wird es natürlich auch spannend sein. Ich finde das jetzt mal echt cool. Milde Reinigung, mild ist immer gut. Aloe Vera und Mandelmilch für milde Reinigung, mehr Feuchtigkeit. Bin gespannt, ob das halt auch Schminke oder halt Make-up entfernen kann. Ein solches Produkt ist im Endeffekt mit zwei Plastiktuben vergleichbar, je 100 ml, was ich auch cool finde irgendwie, weil ich komme ja von meinen Waschgelprodukten auch nicht weg, aber ich habe bisher noch nichts gefunden. Das sieht so aus, als hätte das so einen kleinen Griff, wie so ein kleiner Duschkopf. Die Pflege, das riecht sehr, sehr angenehm, so typisch Aloe Vera. Die Richtung finde ich, es riecht wie so ein frisches Duschgel. Wenn ich mich nicht täusche, ist in diesem Fall kein Kokosöl enthalten, sondern nur Mandelöl. Und die Gesichtsreinigung würde im Laden 4,95 € kosten. Wenn man das mit zwei Tuben vergleicht an Waschgel, ist es natürlich toll und man hat halt Plastik gespart und Müll gespart. Das kann man hier in Recycling reintun als Pappe. Und ja, irgendwie cool. Feste Gesichtsreinigung habe ich in dem Fall ja schon probiert. Ich finde es sehr, sehr cool, dass es halt eben seifenfrei ist.
Na, das ist das, was mir, glaube ich, auch nicht gefallen hat. Die Seife hat mir in den Augen gebrannt. Und ich hatte mir auch mal so ein Stück für 15 Euro so ein Seifenstück gekauft, was halt wirklich nichts war. Der Preis war nichts und das Produkt nichts. Und ich hatte einen übertriebenen Ausbruch. Ich hatte so eine überreizte Haut nach dieser festen Gesichtspflege. Und deswegen bin ich da so umso mehr gespannt, wie das Ganze wird. Ich werde es auf jeden Fall testen, vor allem unter der Dusche vielleicht. Ich bin gespannt auch, ob das das Make-up entfernen wird, aber ich denke mal, unter der Dusche, um das Gesicht zu reinigen, ist das bestimmt sehr, sehr spannend. Finde ich auf jeden Fall cool, werde mich daran freuen und ich werde euch auf jeden Fall auch so schnell wie möglich davon berichten. Das nächste Produkt, was ich hier greife, ist das Batiste Sherry Shampoo. Ich denke mal, jeder wird es von euch kennen. Das ist ein ganz gängiges Produkt, benutze ich liebend gern. Ich habe auch Sherry schon mal da gehabt, auch schon mehrfach in groß und Batiste sind einer der besten Shampoos, wie ich finde. In dem Fall steht es im Heftchen drin, das ist 1,99 das kleine Fläschchen kostet. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie teuer die große Flasche ist, aber ich denke mal, ihr das Produkt kennt ihr. Ich brauche dazu nicht viel erzählen. Ich liebe es. Ganz, ganz schönes Produkt. Auch für unterwegs, immer mal auf Reisen oder so. So eine kleine Größe finde ich echt schön. Und ja, das brauche ich. Es ist ein schönes, brauchbares Produkt, vor allen Dingen, was in dieser Box jetzt für mich hervorkommt. Also die Dinge bisher bin ich sehr angetan und wir machen auf jeden Fall weiter. Hier ist das nächste Produkt. Ich bin ein Fan von Nahrungsergänzungsmitteln, muss ich sagen. Hier müssen wir mal aber nur schauen, was das Ganze denn macht und wofür das geeignet ist. Das ist ein Fettblocker im Endeffekt. Der enthält wahnsinnig viel Zink. 38% Zink enthält so eine Kapsel, was ich eben sehr, sehr spannend finde für unreine Haut, denn Zink soll ja auch sehr, sehr gut sein. Die Hauptzutat ist hier Feigenkaktuspulver tatsächlich und Zink ist mit enthalten. Also im Endeffekt nichts Chemisches, was man da zu sich nimmt. Man kann das locker mal probieren, denke ich mal. Das ist spannend. Es ist ein Made in Germany Produkt und dann schauen wir mal, was im Heftchen drin steht. Es ist ein veganer Fett. Blocker von der Premium-Marke Body's Perfect kann bis zu 80% der Nahrungsfette binden und ausscheiden. Perfekt geeignet für Cheat Days und fettige Mahlzeiten. Also Body's Perfect hat wohl ein besonderes Erfolgskonzept und die sind halt eben mit dem Ziel, im Bereich Nahrungsergänzungsmittel etwas zu ändern und entwickeln ausschließlich Produkte mit höchster Qualität und maximalen Nutzen für den Kunden. Und die Zufriedenheit der Kunden steht für uns an erster Stelle. Wird hier beworben, steht hier so im Heftchen. Und ja, ich finde es sehr, sehr spannend. Dadurch, dass die Inhaltsstoffe auch sehr überschaubar ist und dieses Zink interessiert mich sowieso, werde ich das Ganze mal probieren. Finde ich irgendwie cool, finde ich interessant und ist mal was anderes. Sowas würde ich mir natürlich niemals kaufen. Und somit hast du halt mit solchen Boxen auch immer ja die Gelegenheit, auch mal ganz neue Sachen zu probieren. Dieses Produkt in der Art, das kenne ich schon so ähnlich. Ich finde die Verpackung irgendwie mega, mega edel. Irgendwie sieht das voll ansprechend aus. Und das sieht gar nicht so aus wie das, was es eigentlich ist. Ne? Es ist tatsächlich ein Toilettenspray. Und ich habe so ein ähnliches vom Action da, wo man die Toilette, bevor man auf die Toilette geht, erstmal einsprüht. Und dann riecht das im Nachgang einfach so nach Zitrone, nach Zitronenschale, geriebener und so. Man soll es hier schütteln und genau in die Toilettenschüssel spritzen 3 bis 5 Mal. Na, gucken wir mal, was im Heftchen dazu steht. Es ist von der Firma Pupuri. Vermeidet ungewollte Gerüche im Bad auf eine natürliche Weise garantiert. Lass dich nicht von einem Gang ins Badezimmer verunsichern. Finde einen neuen Weg zu deinem ganz persönlichen Freiheit mit Pupuri Original Citrus Before You Go Toilettenspray. Eine reine Mischung aus natürlichen ätherischen Ölen, die Gerüche stoppen, bevor es stinkt. Wirklich. Einfach vor dem Geschäft in die Schüssel sprühen. Das Badezimmer wird besser riechen als zuvor. Unser Geschäft ist es, dein Geschäft riechen zu lassen, als wäre es nie passiert. Voll genial. Kostet im Laden 9,95 € und ich werde euch die ganzen Produkte selbstverständlich unten auch alle nochmal verlinken mit den Seiten und den Homepage, falls euch irgendwas einzeln auch interessiert. Denn ich finde manchmal auch, wenn ich so Boxen schaue, einzelne Produkte immer total spannend und kennt man halt so nicht, ne? Und deswegen liebe ich diese Art von Boxen. Das ist ein amerikanisches Produkt. Und wie gesagt, ich habe so ein ähnliches in der Toilette stehen, nur vergesse ich es manchmal immer davor zu sprühen. Ne? Das, ja.
wenn man auf Toilette muss, dann muss man und dann denkt man nicht dran, davor irgendwas noch einzusprühen. Auf jeden Fall finde ich das interessant und kommt bei mir sofort in diese Räumlichkeit. Oh, lecker, 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 lecker. Das müssten... Okay, das ist eine ausgewogene Mischung aus Linsen- und Erbsenchips. Ich liebe Kichererbsenchips. Ihr müsst die mal probieren. Das ist so lecker. Eine ganz andere Art von Geschmackserlebnis. Ich weiß nicht, das muss man vielleicht mögen, diesen Geschmack. Genau, das sind im Endeffekt dann Linsenchips. Es gibt ja auch Linsenchips. Ich finde Kichererbsenchips tatsächlich besser. Das ist von der Firma Kelly's. Kenne ich so persönlich noch nicht. Und die sind gebacken und nicht frittiert. Das ist auch der Unterschied. Die sind mehr bekömmlicher, haben weniger Fett, weil dadurch und steht auch drauf 50% weniger Fett. Und genau, die sind mit Rapsöl, Maismehl, schwarze Bohnenstücke, grüne Erbsenstücke, weiße Reisstücke und so weiter. Und da will ich eins probieren. Das ist der mit Joghurt-Style. Ich habe schon voll Hunger. Oh, das riecht so geil. Ich liebe das. Die sehen so aus. Die so gesprinkelt, gepünktelt und so. Haben so verschiedene Inhaltsstoffe. Da siehst du auch die Erbsenstückchen mit drin. Die sind unglaublich lecker. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die sind so geil gewürzt. Ihr müsst mal, wenn ihr solche Chips noch nicht probiert habt, probiert es. Aber die sind wirklich einzigartig. Also das sind bisher, abgesehen davon, dass es jetzt hier in meine Box ist zum Probieren, das sind wirklich bisher vom Geschmackserlebnis die besten, die ich je gegessen habe in dieser Art und Weise. Muss ich echt sagen. Ich will noch eins essen. Mhm. Wahnsinn. Ich muss echt mal schauen, wo es diese Chips gibt. 1,99 würden die im Laden kosten. Es ist ein österreichisches Produkt. Deswegen kenne ich es wahrscheinlich noch nicht. Gibt es bei uns auch so zu kaufen? Das weiß ich jetzt nämlich gar nicht, weil es ist auch eine österreichische Seite. Sag mir mal Bescheid, wenn ihr das irgendwo gesehen habt. Mega lecker, mega lecker. Gut, wir machen weiter. Dann habe ich hier ein Produkt, was super für unterwegs ist, für den kleinen Hunger, für die Handtasche oder für die Arbeit oder sowas. Das ist ein Bioprodukt von Up & Go. Ich gehe mal davon aus, das ist die Firma. Ein Squeezer Porridge. Ich bin nicht so der Fan von Stücken irgendwie, auch im Joghurt ganz, ganz selten. Also wenn, dann muss das noch knusprig sein, aber nicht so in dem Brei mit drin. Und es ist Apfel, Banane, Ananas, Hafer. Also einfach ein Quetschi im Endeffekt. Was ich liebe Quetschis. Auch so, auch wenn es nur Apfelmus ist. Ich liebe das. Und da müssen wir mal reinschauen. Und dann werde ich das natürlich auch probieren, weil ich finde das jetzt gerade voll spannend. Ein Quetschi für Erwachsene sozusagen, der auch sättigt. 89 Cent ist erhältlich bei Billa. Ist auch eine österreichische Firma. Also schon mal cool. Ich denke mal, an die Produkte kommt man hier bei uns in Deutschland gar nicht mal so schnell ran. 1,99 würde das kosten. Ist erhältlich bei Billa. Der Porridge kommt ohne Zuckerzusatz aus. Ist ungekühlt haltbar. Und natürlich ohne Löffel überall genießbar. Der Porridge schmeckt nicht nur gut, sondern liefert auch viele wichtige Mineralstoffe, Spurenelemente und Ballaststoffe. Und mit einem Quetschi von Squeezer erhält man bereits eine von 5 empfohlenen Portionen Obst und Gemüse pro Tag. Das werde ich mir jetzt mal hier weg squeezern natürlich. Da bin ich jetzt echt gespannt, ob da so Stücke drin sind. Ich hoffe, das ist gekocht. Mhm. Das ist mega genial. Also schmeckt ganz normal wie ein Quetschi. Du merkst aber diese Haferkleie mit drin, diese Dickflüssigkeit. Die Stücke sind wirklich minimal, ganz, ganz, ganz fein gemahlen und da so mit reingemischt. Mega spannend, dadurch hast du wirklich dadurch kannst du so einen ganz kleinen Hunger, der dir jetzt gerade auf der Seele brennt, löschen. Für unterwegs natürlich optimal und für die Arbeit und so. Und mega lecker. Bin ganz angetan, super. So, dann ist hier noch ein größeres Produkt in der Schachtel, aber wir machen jetzt mal weiter. Ich habe nämlich im Umkarton noch Produkte gesehen und da geht es tatsächlich weiter, auch mit Food. Und zwar haben wir auch von der Firma Kelly's Popcorn Chips. Die kenne ich so in der Art. Die sind auch mega lecker. Ich feiere diese poppigen, luftigen Chips und na, das ist so genial. Und ich denke mal, ich gehe mal davon aus, die werden süß sein. Nein, die sind gesalzen. Mega, mega. Probieren. Gleich probieren. Ich muss ja immer in die Tüten reinriechen, wenn ich sie aufmache. Kennt ihr das? Sieht so aus. Mm.
so lecker. Richtig gut gesalzen. Ich mag das ja. Mir fehlt immer grundsätzlich immer Salz überall. Schmeckt nach Popcorn. Dieser Popcorn-Geschmack ist voll da. Würde auch 1,99 kosten. Ich will die auf der Stelle kaufen. So, so lecker. Es ist mal was anderes. Ich mag zum Beispiel persönlich diese normalen Chips überhaupt nicht. Das höchste der Gefühle sind Pringles, weil die irgendwie anders gemacht sind. Aber diese normalen Kartoffelchips bekommen, also ich mag die nicht. Und ich esse am liebsten halt eben Kichererbsenchips. Da ist die Tüte Rokizucki weg. Da gibt es auch noch so Maisflips. Die liebe ich auch. Aber so Kartoffelchips überhaupt nicht. Aber das ist so lecker. Und auch diese anderen Chips. Ich muss mich mal schlau machen, ob es die bei uns irgendwo zum Kaufen gibt. Mega lecker, mega lecker. Was jetzt auch passend zum Thema ist, sind Brotbackmischungen. Ist gerade irgendwie voll der Trend, daheim selber Brot zu backen. Vor allem, wenn man so viel daheim rumsitzt und so, kann man sich das mal selber machen. Und ich bin persönlich da nicht so der Fan von. Aber jetzt habe ich das da und werde es natürlich dann auch probieren. Da ist dieser Natursauerteig bereits schon enthalten. Also ich denke mal, das wird so eine fertige Mischung sein, die du nur noch mit Wasser anrühren musst, in der Form bringen musst und dann einfach nur noch in den Ofen schiebst und so weiter. Hier steht auch der ganze Vorgang mit drauf. Arbeitszeit insgesamt mit allem drum und dran, 2 Stunden 40. Zubereitung ist ganz leicht, steht hier drauf. Bauernbrot liebe ich mit Dinkelsauerteig, 100% österreichisches Mehl. Für 500 Gramm oder ein halbes Kilo Brot ist das hier gedacht. Schauen wir mal, was im Heftchen noch drin steht. 4,50 € würde diese Mischung kosten. Das ist natürlich feinste Qualität, gehe ich von aus. Da ist der Preis ja auch völlig in Ordnung. Es sind keine künstlichen Aromen, keine Farbstoffe und Konservierungsstoffe enthalten, was natürlich den Preis dann auch wieder erklärt. Und es ist die Firma Bake Affair. Werde ich euch unten alles natürlich verlinken. Könnt ihr mal reinschauen, falls euch da was interessiert. Die Zubereitung ist einfach erklärt und macht das Backen kinderleicht und ermöglicht auch ohne Backkenntnisse zu backen. Werde ich auf jeden Fall mal probieren. Dann haben wir hier noch ein Produkt, das ist jetzt ganz unten in der Box. Und das hole ich jetzt mal raus. Und zwar ist das ein Schal. Und ich finde die Farbe mega schön. Hat so ein bisschen Burberry-Farben, falls ihr das kennt. Und ist von der Firma Fraß. Von der Firma Fraß. Und der Schal kostet tatsächlich 35,95 €, steht zumindest hier auf dem Heftchen mit dran. Hier ist aber auf dem Preisschild 39,95 €. Ist ja, ich kenne die Firma Fraß. Ich kenne die Firma Fraß nicht. Unser Kaschmink-Schal überzeugt nicht nur mit Made in Germany, sondern auch mit seinem Design. Und dieses Kaschmink ist sogar patentiert. Unserem traditionsreichen Haus-Karo, dem Fraß Plaid. Okay, also die haben das wohl hier ganz üblich. Und mich spricht diese Farbe hier unten an. Das ist so ein Ocker mit Rosa und so voll schön. Aber ich finde meine Farbe auch sehr schön. So ein klassisch, ne? Das passt überall mit dazu. Hat, glaube ich, auch die Lady hier drauf, oder? Wärmend, antiallergisch und sanft zur Haut. Ich hasse ja kratzige Schals, wenn es dann so voll juckt, ne? Alle Kaschmink-Accessoires sind nach Ökotex-Standard 100 zertifiziert und werden nach deutschem Qualitätsstandard gefertigt. Es gibt wohl auch Stores in Berlin, Stores in Berlin und Dresden und auch einen europaweiten Online-Shop. Spricht halt einen bestimmten Geschmack an, finde ich. So einen Schal habe ich in der Art tatsächlich noch nicht. Ich finde den auch voll schön mit dem Rosa. Ja, bin wieder unzufrieden mit meiner Auswahl hier. Wenn es eine andere Farbe gibt, die mir gefällt, dann kann ich das doch jetzt auch mal ansprechen. Der fühlt sich mega schön an. Also richtig schön. Der ist total leicht, voll weich und super kuschelig. Ich liebe Schals im Winter. Also ohne Schal gehe ich meistens gar nicht erst aus dem Haus, weil ich friere dann immer. Weil ich mag es nicht, die Jacken immer bis oben zuzumachen, weil dann fühle ich mich hier eingeengt. Deswegen muss bei mir mal ein Schal sitzen. Und es ist mal echt schön. Es ist was Nettes. Aber die anderen Farben hätten mir mehr zugesagt. Muss mal schauen. Auf der Seite werde ich mich mal umgucken. Es ist auch irgendwie eine schöne Geschenkidee. Ein Schal geht nun auch irgendwie immer. Ne? Vielleicht gebe ich dann auch weiter. Ich muss mal schauen. Aber ja, ich finde es ganz nett. Wirklich, ich finde es echt nett. Und in der Box vor allem so ein kleines Accessoire. Und das ist doch so ein sehr hochwertiges Accessoire. Damit hast du die Box wahrscheinlich schon raus. Ich werde dir auf jeden Fall den Gesamtwert der Box hier irgendwo einblenden. Also ich finde es mega. Ich glaube, die ist auch ziemlich hochpreisig jetzt geworden.
allein schon mit dem Schal zusammen. Alle Infos von der Lifestyle-Box, der wunderschönen, werde ich euch unten in der Infobox mal verlinken und einen Link und so. Und dann kannst du mal reinschauen, falls dich die Box interessiert. Ich finde es auf jeden Fall mega cool. Ich liebe so eine Art von Boxen. Du wirst ja auch nicht überladen an Produkten. Es sind auch verschiedene Bereiche mit dabei, wo du dann auch ziemlich schnell aufbrauchen kannst, vor allem die Snacks, ne? Der Wahnsinn. Die werden richtig schnell jetzt am Wochenende verputzt. Bin richtig begeistert, bin richtig angetan und ich würde mir gerne noch eine weitere Box ansehen. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen, Vorbeischauen und so weiter. Falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, darfst du das hier sehr, sehr gerne kostenlos nachholen. Du unterstützt mich dabei, ich freue mich. Und hier verlinke ich dir die letzten zwei Videos. Schau da gerne vorbei, falls du sie verpasst haben solltest. Ich werde mich jetzt mit den Sachen hier vergnügen und werde sie ausprobieren. Es sind wirklich neue Produkte dabei. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao, ciao.